Weißt, die erste Tagesschau der Woche freut mich, dass Sie heute dabei sind bei mir, in Anführungs- und Schlusszeichen, der oberste Polizist im Land, der Bundesanwalt Michael Lauber. Aus aktuellem Anlass sind Sie da. Wir haben ein paar aktuelle Fälle, Mafia, Dschihadisten, über das werden wir reden. Sie sind zuständig für die Behörde, die das alles macht. Eine von den wichtigsten Vorgängerinnen ist ihrem Amt ist Carla Del Ponte. Soweit alles richtig? Soweit alles sehr richtig. Gut. Alle schon in Zeit. Okay, also Herr Lauber, wer sind Sie? Ich bin Bundesanwalt seit 3 Jahren. Ich bin gewählt worden vor 3 Jahren vom Parlament. Und wenn Sie mich nach dem Typ würden fragen, ich hoffe immer genug überlegt und sicher nicht vorschnell entscheiden. Ja, sind Sie eher extrovertiert? Eher, ja. Ja? Eher extrovertiert, ja. Okay. Hilft Grüße das in dem Job, den Sie haben? Das hilft sicher in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit, mit den Politikern und intern, denke ich auch, ja. Okay. Sie haben ja eine interessante Laufbahn gehabt vorher. Eigentlich ein bisschen überraschend. Sie sind Vertreter vom Bankenverband in Liechtenstein. Liechtenstein ist dazu bekannt als Ort, wo alle Briefkastenfirmen sind. Und dort haben Sie ausgerechnet die Banken vertreten und haben mal Folgendes gesagt. Die ganze Diskussion der Steuerhinterziehung, was für eine moralische Bewertung dahinter ist, ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Und da kann man wirklich geteilter Meinung sein. Wie stehen Sie denn als Vertreter des Bankenverbandes dazu? Die Steuerhinterziehung ist hier nicht strafbar. Also ist eigentlich unsere Linie als Verband die, dass wir die gesamte Palette, die wir legal anbieten können, dass wir die anbieten. Also, Sie sagen moralisch, kann man sie so und so anschauen. Sie sind jetzt aber eine moralische Instanz. Was sagen Sie jetzt zu dem damaligen Statement und auch zur Haltung, die Sie dort vertreten haben? Also, ich bin ein Strafverfolger, ich bin nicht unbedingt eine moralische Instanz, aber ich verstehe natürlich genau, was das Thema ist. Also, ich denke, ich würde das heute gleich sagen, nämlich das, dass ich verantwortlich bin für rechtsstaatliche Verfahren. Und was zulässig ist, das darf man, und was nicht zulässig ist, das darf man nicht. Und das hat sich seit diesem Interview sicher gewandelt. Eben, hat sich gewandelt, weil Sie sind ja auch sehr aktiv in Sachen Geldwäscherei. Jetzt Steuerhinterziehung hilft eigentlich der Geldwäscherei. Da sehe ich ein bisschen einen Gegensatz. Ja, das ist so. Also, Steuerhinterziehung ist immer gebraucht worden in der Zeit, in der man es in der Schweiz machen durfte. Das kennt aus der Geldwäschereierfahrung als Begründung. Ja, es hat mit Steuern zu, da haben wir gar nichts, kein Problem in der Schweiz. Das ist sicher so. Okay. Heute ist das nicht mehr so. Also, Ihre Meinung, haben Sie dort geändert? Oder haben Sie sie dort schon gehabt, dass Sie es einfach nicht können sagen in Sachen Steuerhinterziehung? Ich habe mich immer rechtlich geäußert und nie moralisch. Ja, Sie haben es erwähnt. Irgendwie so ein bisschen im Raum stehen lassen. Ja, das ist einfach so, weil ich hoffe, alle Wirtschaftsteilnehmer, auch heute noch, die halten sich an rechtlichen Rahmen. Und heute umso mehr bin ich verantwortlich für die Einhaltung. Und gerade Steuern sind natürlich immer ein enorm stark aufgeladenes Thema. Und ich denke, da halte ich mich wirklich am besten an rechtlichen Rahmen. Sonst wird es etwas schwierig. Gut, aber als Vertreter eben vom Bankenplatz Liechtenstein, der sich ja sehr gewandelt hat dann in diesen Jahren, auch als Sie noch da waren, deine Karriere als Schweizer Bundesanwalt, wie Sie gesagt haben, der erste, der vom Parlament gewählt wurde, ist doch eigentlich eine überraschende Karriere. Ja gut, mein CV war immer offen, ich bin immer sehr offen mit dem umgegangen und das Parlament hat dort jemanden gesucht, der vielleicht die breite Erfahrung hatte. Ich bin sicher nicht ein enger Strafverfolger, dafür habe ich andere Sachen und ich hoffe, ich kann sie einbringen. Gut, und Sie haben gesagt, das wichtigste Prinzip ist, wenn Sie das Amt richtig machen, die Unabhängigkeit. Sie haben es so formuliert. Wir sind unabhängig, seit 2 Jahren komplett unabhängig und ich weiss, dass es sein kann, dass wir instrumentalisiert werden können, aber das sind bei weitem nicht die einzigen Fälle. Wir führen ja wieder auch Geldwäschereiverfahren oder grosse internationale Korruptionsverfahren. Dort hat es immer eine gewisse politische Komponente. Ich werde sehr stark aufpassen, dass ich mich nicht instrumentalisieren lasse. Ja, und wie sieht die Realität aus? Ich bin sicher jemand, der politisch denkt und interessiert ist an den Zusammenhängen, aber sicher nicht jemand, der irgendwie politisch agiert. Nein, aber eben, dass Sie instrumentalisiert worden sind. Ja, das passiert immer wieder. Also, ja, erzählen Sie doch mal. Also, da gibt es Anzeigen, wo man probiert, einfach beispielsweise zivile Schadenersatzforderungen, wenn man sie nicht gerade überkommt, mit einer Strafanzeige ein bisschen befördern zu wollen. Oder? Das sind so typische Fälle. Aber ich meine eigentlich eher von der Behörde, vom Bundesrat. Beispielsweise in Sachen ausländischen Nachrichtendienst, oder, wo sie da haben wollen, ermitteln. Da hat der Bundesrat gesagt, oh, aus politischen Gründen, man könnte da nicht, NSA etc., das Verhältnis zu Amerika, dort sind sie dann eigentlich nicht irgendwie unabhängig gewesen.
Ja, aber das ist natürlich schon der Bundesrat, der mich nie irgendwie hat beeinflusst. Das kann ich hier so sagen, überhaupt nicht. Sondern er ist einfach in dem Bereich, wo sie politische Delikte einfach gesagt. Und dort kann die Regierung sagen, darf ich ermitteln, darf ich nicht. Das ist der einzige Einbruch, wo ich nicht unabhängig bin. Ja gut, aber das finde ich jetzt noch heftig, weil das ist ein wichtiger Eingriff in unseren Staat, auch in unser Staatsverständnis, dass der ausländische Nachrichtendienst in der Schweiz tätig sind. Und für sie wäre es doch super gewesen oder eigentlich sinnvoll, wenn so ein Edward Snowden hätte können befragt werden. Ja, das hat das Parlament halt mal so wollen. Oder eben wieder die gesetzlichen Rahmen. Also die Justiz ist unabhängig, auch ich, mit Ausnahme von dem also politischen Delikt. Da können Sie mir sagen, darfst du ermitteln, darfst du nicht ermitteln, ganz generell gesehen. Okay, aber das bedauern Sie eigentlich? Nein, ich bedauere es nicht, weil politische Delikte, das ist immer ein grosser Ermessensspielraum. Politisch, es ist doch irgendwie, eben wenn wir abgelöst werden, ist doch das auch etwas, was unsere Zivilgesellschaft interessiert. Das interessiert sicher, ja, das denke ich auch, das interessiert alle, jede Bürgerin, jeden Bürger, aber es sind auch Grenzen vom Strafrecht, oder? Und wir können nicht alles aufnehmen, wenn wir über das Instrumentalisieren geredet haben, wo vielleicht Probleme sind für die Gesellschaft, wo vielleicht andere Behörden müssen lösen, wie Nachrichtendienst, Diplomatie und Politik selber. Gut. Ein anderes grosses Thema ist Mafia. Dazu haben Sie Folgendes gesagt. Die italienische Mafia ist ein Phänomen, das wir müssen ernst nehmen hier in der Schweiz. Und ich muss es besser koordinieren. Koordinieren heisst, ja, wie tun wir jetzt genau ermitteln? Wegen was tun wir eröffnen? Wie tun wir genau technisch die Ermittlungs- und die taktischen Massnahmen mit der Polizei machen? Da wird die neue Idee der Doktrin, also eine gemeinsame Linie. Haben Sie das angebracht? Ich glaube, Sie haben es nicht angebracht. Beispielsweise haben Sie das Verfahren gerade 9 Jahre schon gegen die Mafia, sind im Verbundes Strafgericht gewesen, sind dort nicht durchgekommen. Sie haben gesagt, in Ihrem Job braucht es grosse Frustrationstoleranz. Haben Sie das gerade in diesem Fall gebraucht? Ja, in dem Fall brauche ich, und nicht nur in dem Fall, in den grossen internationalen Verfahren braucht man viel Frustrationstoleranz, das ist richtig. Und Koordination ist auch nicht immer so einfach, innerschweizerisch nicht. Wir sind ein föderaler Staatsaufbau, nachher innerhalb von der Bundesbehörde und dann mit den italienischen Kollegen zusammen. Also das ist die grosse Herausforderung. Aber genau das haben Sie ja machen und Sie ist Ihnen sogar etwas gelungen, nämlich Sie haben Videos gemacht von Mafiosi in der Schweiz. Und das ist bemerkenswert, weil das kennt man natürlich in besserer Bildqualität eigentlich sonst nur aus Mafia-Film. Schauen wir uns doch uns an und die Leute übersetzen. Also, da wird alles eigentlich besprochen. Dann die Polizei von Reggio di Calabria hat das veröffentlicht, ohne dass es gewusst ist. Also die Koordination mit den Italienern funktioniert nicht optimal. Die Koordination mit italienischen Kollegen ist immer so, wie es halt gerade funktioniert. Aber das war sicher nicht ein Muse für mich, oder? Weil das waren Sachen, die nachher ein Bild gebracht in die Schweiz. Das ist stark, das Bild. Ja, was für ein Bild? Was ist das, das für ein Bild? Was haben wir da genau gesehen? Was machen die in der Schweiz? Die sitzen zusammen und die reden. Und das ist nicht etwas, das ein Beweis ist nach schweizerischem Recht. Die Zugehörigkeit allein zu einer kriminellen Organisation ist bei uns nicht strafbar. Aber wenn die sagen, du kannst das und das und das machen, dann liefern wir also mehr oder weniger einen sicheren Hafen, wo die ihre kriminellen Aktivitäten planen können und sie können eingreifen. Wir sind kein sicherer Hafen, aber ich verstehe natürlich schon, dass es den Eindruck gibt. Oder? Aber wir haben die Bilder gemacht. Das ist eine super Polizeiarbeit, muss ich auch mal sagen. Und haben den Italienern die Möglichkeit gegeben, mit ihren Ergebnissen die Leute nachher auch teilweise zu verhaften. Und das ist unser Beitrag. Ist das passiert? Oder sind nicht Leute untertaucht, nachdem das veröffentlicht worden ist? Ich kann keine Details sagen. Hier, da schauen auch andere Leute zu, die vielleicht dran sind. Aber es ist teilweise verhaftet worden, teilweise nicht. Aber die Öffentlichkeit in der Schweiz hat doch Anrecht zu wissen, was macht die Mafia macht. Sitzen die einfach nur in einem Hinterzimmer, in einer Beiz im Frauenfeld? Oder machen die auch die Aktionen mit Heroin, Kokain etc. auch in der Schweiz? Wir müssen einfach wachsam sein, oder? Und das Verhältnis in dem, dass man Mafia-Ermittlungen auf Bundesebene macht in der Schweiz, hat auch ein bisschen geändert. Wegen dem habe ich gesagt, wir müssen noch besser koordinieren. Aber eben, die Frage ist jetzt nicht beantwortet. Machen die Sachen auch in der Schweiz oder nur in Italien? Und dann sagen sie, wenn sie es in Italien machen, sind wir tempobunden. Sie machen sicher teilweise auch, sagen wir so, Strassenkriminalität einzeln in der Schweiz. Und das ist dann nachher beim Kanton so. Das ist nicht eine Ausrede, das ist halt im Schweizer System so. Und beweisen, eine kriminelle Organisation auch als Mafia illegal tätig ist in der Schweiz, das braucht enorm hohe Hürden. Wir haben auch sehr, sehr lange Erfahrungen mit Verfahren, die wir nachher nicht durchgebracht haben. Das ist die grosse Aber bedauern Sie das? Also, dass Sie die mehr oder weniger mit Inflagranten verwünschen, nicht nur indem Sie darüber reden, sondern indem Sie eben auch noch, was weiß ich, die Päckchen da ausliefern und so?
Ich würde es bedauern, wenn wir ein Land wären, das mafiös ist, weil dann könnte ich wirklich nichts machen. Aber ich glaube, der gesetzliche Alltag sieht immer so aus. Was heisst, ich könnte nichts machen, wenn wir mafiös wären? Wenn die Schweiz mafiöses Land wäre, könnten wir mit dem Gesetzesartikel, den wir heute hätten, nicht so viel machen wie die Italiener. Das heisst, die Gesetze sind also völlig unzureichend. Ja, wir sind eben kein mafiöses Land. Wegen dem stört mich das nicht. Das ist das, ja, gleich. Aber wenn man dann ein mafiöses Land ist, ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät. Weil dann müssen wir ja noch Gesetze ändern. Genau, aber das ist nicht die Frage vom Wachsam sind es von allen, auch von Polizei, von Nachrichtendiensten, von kantonalen Migrationsämtern. Und am Schluss kommen wir mehr so, wenn etwas passiert ist, können wir aufräumen, einfach gesagt. Das ist meine Aufgabe. Vordran der Prävention, das muss machen, das muss die Polizei vor allem machen, und das macht sie gar nicht so schlecht. Kommen wir zum neuen, zum aktuellen Thema, Dschihadisten, oder? Weil dort ist ja das gleiche Problem da. Wenn man Angehörige ist von einer kriminellen Organisation, können sie nichts machen. Jetzt hat der Bundesrat IS, Islamischer Staat, als verbotene Organisation bezeichnen. Was hat das für Auswirkungen für sich? Kann man dann auch nichts machen gegen die, die dort dazugehören? Also wir führen Verfahren, wir haben es abgeschlossen im Mai. Seit 2001, was der Artikel gegeben, noch vorher wegen krimineller Vereinigung gegen Terroristen. Und haben wir null Probleme im Gegensatz zum Mafia-Artikel. Und haben auch Verurteilungen hergebracht. Also das IS-Verbot ist ein politisches Signal, das ist wichtig, das ist gut, hat aber für die Strafverfolgung nicht einen unmittelbaren Erfolg. Also das heisst, die Leute, die jetzt zu IS gehören oder die sie vielleicht mit Internetinformationen dort erfahren haben, dass die dort zugehören, können sie gleich nichts machen? Wohl, wir können mit dem auch etwas anfangen, aber das ist nicht etwas, was jetzt neu ist, seitdem dass die neuen Verbote kommen. Das ist einfach teilweise in Ausdehnung, aber die eigentliche Tätigkeit von Terrororganisationen bekämpfen, das können wir seit 18 Jahren. Gut, also reden wir ein bisschen über die Dschihadisten. Was sind die aktuellen Zahlen? Wie viele Schweizer oder Leute aus der Schweiz sind jetzt in dem Dschihad, irgendwo in Irak oder in Syrien, bei Al-Qaida oder bei IS? Also ich kann euch einfach sagen, was wir machen. Etwa 20 Verfahren führen im Bereich des radikalen Dschihadismus. Die Gesamtlage wird beurteilt vom Nachrichtendienst und von der Polizei. Eben, aber das wissen Sie ja. Wie viele sind jetzt dort aus der Schweiz? Es sind ein paar dort, und das ist der grosse Unterschied zu früher. Wie Sie sagen, also wir exportieren heute Terroristen in diese Gegenden runter. Und das weniger als Frankreich oder Deutschland, aber wir machen das. Klar. Das ist das Neue. Oder? Gut, also man wollte verhindern, dass das passiert, aus verschiedensten Gründen. Da hat man jetzt zum Beispiel eine Hotline eingerichtet. Da habe ich jetzt gerade gelesen, der Bundesrat will das Eltern anrufen. Also wenn man ihnen anrufen, mein Sohn will in den Dschihad gehen, was passiert dann? Also die Hotline ist eine Überlegung, die man sich im Moment macht, von dieser Taskforce. Das ist eine gute Sache, da gehören auch Leute von uns dazu. Was man nachher macht, ist diskutieren mit den Eltern im Jahr und schauen, kann man vielleicht die Person noch daran hindern zu gehen, was die Motivationen und so weiter. Gibt es eine rechtliche Basis, oder? Es muss ja eine rechtliche Basis geben. Als Strafrechtler kann ich sagen, im Moment kann ich nichts machen, wenn ich nicht eine klare Beweislage habe, um ihn hindern oder sie hindern an der Ausreise. Also dann ist das eigentlich wirkungslos, weil man kann mit einer Identitätskarte, man braucht nicht mal einen Pass in die Türkei gehen, und von dort ist ja dann eh alles klar. Also ist das irgendwie nur pour la galerie, oder? Dass man sagt, man will dich daran hindern, dort hinzugehen oder eine Hotline machen. Das ist eine gute Frage. Also wichtig ist auch die Strafverfolgung. Gute Frage heisst, gute es gibt Frage. Gute Antwort. Es gibt eine gute Antwort. Und die Erwartungshaltung finde ich wichtig, dass ich die klären kann. Also alles, was präventiv ist oder was Gespräch braucht, auch mit denen, die allenfalls zurückkommen, das ist nicht unbedingt die Hauptfrage von der Strafverfolgung. Mhm. Und wir sind einfach da, wenn es klopft, wenn es tätscht, um wie aufräumen. Das ist, wenn es klopft. Aber ich meine, man will es ja irgendwie präventiv verhindern. Sie reden auch vom Cyber-Jihad. Sie gehen dort rein, gehen schauen, was in dieser Cyber-World für Informationen zirkulieren. Die präventive Polizei geht dort rein. Ja, das ist richtig. Ah, gut, das sind Grundlagen. Also, das ist dort, wo man es ja erreichen, bevor es passiert. Bei der präventiven Arbeit ja, aber ich bin nicht zuständig für das. Also, wenn man von Strafverfolgung, von Zwangsmassnahmen, Haussuchungen oder Einvernahmen redet und alles, das ist reine Strafrechtsseite, das bin ich. Das andere ist wirklich die Polizei, das Immigrationsbehörden. Also, sie sind ja verbunden mit denen. Oder man kann ja mal anschauen, wie das aussieht. Einfach organisatorisch, es wird einem trümmelig, wenn man das sieht. Den Nachrichtendienst, die Bundesanwaltschaft, das EDA, das Grenzwachtkorps, das Bundesamt für Migration, das Bundesamt für Justiz, die kantonalen Polizeikommandanten und die Flughafenpolizei Zürich. Wow, das sieht aber ein bisschen komplex aus, oder? Ja, etwa wie ähnlich wie jedem Land. Also all die Behörden, die irgendwie zusammenarbeiten müssen. Und das finde ich gut an Taskforce. Die sich zusammenschließen und sagen, was kannst du mir geben, was kann ich dir unterstützen in deiner Tätigkeit. Und das funktioniert? Das funktioniert gut, ja. Hat es schon funktioniert, die Fälle, die das wirklich gespielt hat? Das ist etwas, was wir jetzt seit dem IS, jetzt in den Aktivitäten, die da sicher stärker werden, seit dem Sommer von diesem Jahr, hat man das aufgebaut. Und das fängt jetzt anlaufen. Gut. Hat es schon Massnahmen gegeben?
Das weiss ich. Bei mir haben wir Verfahren. Wir haben etwa 20 extreme also Dschihadisten-Verfahren. Aber die laufen seit das Strafverfahren. Aber was haben die gemacht, die 20 potenziellen Dschihadisten? Wir verdächtigen die, dass sie entweder zu Terrororganisationen gehören oder dass sie teilgenommen haben an Handlungen und Tätigkeiten in diesen Ländern, also Syrien beispielsweise, oder dass sie verbreiten, vor allem das Verbreiten von Propaganda über Internet und das von der Schweiz aus machen. Gut. Und, hat man da Beweis vorliegen? Sind die verhaftet worden eigentlich, die Leute? Wir haben ein Verfahren, das wir, wie gesagt, abgeschlossen haben. Im Mai war das von diesem Jahr. Da haben wir für die Schweiz hohe Gefängnisstrafen bekommen. Das waren die zwei kurdischen Brüder aus Basel. Und wir haben im Moment ein Verfahren am Laufen gegen drei, die wir auch noch in Haft haben. Ah, das sind die drei Iraker, die sie publiziert haben, die offenbar Anschläge geplant haben, glaube ich, außerhalb der Schweiz. Gibt es denn nicht Anklagen, die man da gehört davon, dass die angeklagt sind und wo man erfährt, für was die angeklagt worden sind? Ich werde sicher, sobald ich wieder kommunizieren kann, wo wir sind. Im Moment sind wir an den Ermittlungen. Oder? Und ich hoffe, das geht relativ schnell nächstes Jahr vorwärts. Und mehr kann ich jetzt da zum konkreten Detail der Ermittlung nicht sagen. Aber das ist für mich eine gute Thematik, die zeigt, was kann ich reden und was kann ich nicht. Und das geht sehr in die Details von der Ermittlung. Und das ist teilweise heikel in diesen Fragen. Also man weiss zum Beispiel, dass in Moscheen zum Teil die Leute rekrutiert werden. In Deutschland ist zum ersten Mal jetzt eine Moschee geschlossen worden. Wie man sagt, dort hat es eben die Hasspredigen, die ist jetzt geschlossen worden. Ist das auch denkbar in der Schweiz? Wenn wir einen Beweis haben, dass man feststellen, dass in dieser und dieser Gebäude das passiert ist, dann kann man sicher die Täter-Dinge festmachen. Ob man gerade eine Moschee schliessen kann, das müssen wir konkret im Einzelfall anschauen. Das ist weitergehend als einfach einzelne Personen nehmen und probieren. Aber die Leute, die die Propaganda machen, eben andere dazu anstiften, dort hinzugehen, machen die sich damit strafbar? Wo ist da die Grenze der Strafbarkeit? Wenn es eine Anstiftung ist, also das ist jetzt alles sehr technisch, aber einfach gesagt, zwei Sätze, wenn man festlegen kann, dass jemand sie anstiftet oder sagt, komm, mach mit und das, die müssen wir jetzt umbringen, dann ist das sicher etwas, was im Strafrecht erfasst ist. Und dann gehen wir dort dieser Sache. Wahrscheinlich so direkt ist es nicht. Wird man das können. Also, vor ein paar Tagen ist ein Video rausgekommen vom Islamischen Zentralrat, das wir rausgegeben haben. Das ist 100'000 Mal angeklickt worden. Wir haben dann einen kurzen Ausschnitt raus. To survive, we left our homes. The beginning of an Islamic revolution. Also, the beginning of an Islamic revolution, sehr professionell gemacht. Eine weiße Fahne statt eine schwarze Fahne, aber man weiss, was die Allusion ist, an was man sich anlehnt. Das sind vermummte Gestalten. Der Anfang von einer islamischen Revolution, sagen sie. Und sie sagen auch, man trifft uns überall zu jeder Zeit. Gemacht ist das von einem neuen Journey. Ist jetzt das in der Schweiz erlaubt oder ist das schon Anstiftung? Wir haben kein Gesinnungsstrafrecht in der Schweiz. Also ich habe nur das verfolgt, was ich wirklich auf Fakten und Belege habe. Und, wir haben das auch angeschaut, das ist klar. Und, im Moment gehen wir davon aus, dass es so nicht strafbar ist. Mhm. Also wir führen auch beispielsweise keine Strafverfahren im Moment gegen Präsidenten vom Islamischen Zentralrat. Eben, der Cerny ist also nicht Präsident, sondern ist irgendwie in diesem Komitee dort inne. Also dort passieren Sachen und offenbar, ich habe ihn auch hier in meiner Sendung, den Nicolas Blanchard, er äußert sich natürlich sehr schwammig, aber offenbar kennt er einige von den Leuten, die dort angegangen sind. Also persönliche Verbindung ist offenbar vorhanden, oder? Zwischen den Leuten, die sagen, die sollten nicht dort angehen und diesen Institutionen. Das kann schon sein, dass eine Verbindung da ist, das reicht einfach nicht. Oder? Das ist der Unterschied von der Erwartungshaltung und das ist so wichtig, dass man das versteht. Einfach jemanden kennen oder darüber reden, oder was man möchte und was man beabsichtigt, das ist in der Schweiz so nicht strafbar. Wir haben einen freiheitlichen Staataufbau und das allerletzte Gewaltmittel, das der Staat hat, ist Strafrecht und so ist es auch angedenkt. Haben Sie jetzt das Gefühl, auch als Staatsbürger, dass eben der freiheitliche Staat dem gewachsen ist, der da möglicherweise als Gefahr auf uns zukommt? Ich bin überzeugt davon, dass es so muss bleiben vor allem. Ich glaube, die beste Antwort auf wirklich Terrorismusgefährdung ist eine Demokratie, die lebt und ein freiheitlicher Staat. Ich bin nicht ein Anhänger von militant reagieren auf Versuche zu provozieren und zu gefährden. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir können und das ist sicher nicht eine schweizerische Antwort. In Frankreich sind Rückkehrer schon verhaftet und auch verurteilt worden, ebenso in Deutschland, in der Schweiz auch. In der Schweiz haben wir verschiedene Fälle, die wir im Moment bearbeiten. Wir haben verschiedene Verfahren, die wir führen. Und
Es sind nie sehr viel wie in Frankreich oder in Deutschland. Ist ja klar. Aber trotzdem, die Frage ist, was wird denen vorgehen? Also, wenn man der war, man weiss, der war im GIA, man weiss nicht genau, was er gemacht hat, wie er sich dort verhalten hat, ist das schon eigentlich genügend, um jemanden wirklich einzubuchten? Wir können uns so an drei Sachen aufhängen. Entweder hat er mitgemacht an einer kriminellen Vereinigung. Wenn wir das belegen können, müssen wir ihn wegen dem verfolgen. Oder er hat fremden Kriegsdienst geleistet, ja. Er ist Militärjustiz. Oder wenn er in die Schweiz kommt und er mitgemacht hat an Völkermord, dann müssten wir ihn wieder beurteilen wegen Kriegsverbrechen. Oder? Eben, aber wie wollen Sie das beweisen? Also ausländischer Kriegsdienst? Was Sie sagen, das ist schwierig. Ja. Dann muss man in diesen Staaten schwierig Kooperation zu bekommen. Ausser man sieht noch von einem Video, aber dort sind sie meistens auch vermummt. Oder? Man hat ja hier in England die Beatles gesehen, die da Leute geköpft haben und so, wo man nicht recht herausgefunden hat, wer es sind, wenn ich sie wieder zurückkehre nach England. Die wollen das ist genau so. Das ist genau, was sie sagen. Sind es wirklich diese Leute? Was haben sie wirklich gemacht? Wer hat was gemacht? Bilder kann man ja auch manipulieren. Und das muss alles nach schweizerischem Recht rechtmütig bewiesen werden. Und da komme ich zurück auf Frustrationstoleranz. Das braucht man dann wahrscheinlich schon. Strafrecht hat seine klaren Grenzen, aber innerhalb dieser Grenzen muss es dann auch relativ scharf sein. Das ist meine Meinung. Und das Internet ist ja trügerisch, also da kann man nicht alles herausfinden. Beispielsweise die Attentäter vom Boston Marathon, die sind im Internet vorher überhaupt nicht auffallen. Auch nicht die Attentäter in London, die auf der Straße Leute geköpft haben und so. Haben Sie von denen am meisten Angst? Das war auch schon im 9-11 so, was Sie sagen. Das ist richtig. Also die Leute, die da sind, die sich integrieren, die sich vielleicht nur teilweise integrieren, die man nicht sieht. Und auf einmal können, wie soll ich sagen, radikalisiert werden. Wegen dem ist die Gefährlichkeit, die vom Internet ausgehen kann, so wichtig. Und wegen dem bin ich so froh um den Entscheid vom Gericht seit dem Mai. Das ist anerkannt und das ist das, was wir müssen annehmen. Haben Sie Hinweise, dass IS oder Al-Qaida bereits schon Leute nach Europa zurückgeschickt, um da Anschläge zu machen? Ich kann jetzt nicht irgendetwas aus irgendeinem Verfahren vorwegnehmen, aber wir nehmen es sehr ernst und wir sind sehr wachsam. Und wir führen ein Verfahren, das ich bestätigt habe, im Zusammenhang mit IS. Und das muss man immer sehr genau anschauen. Wenn du noch einen Satz erlaubt. Ja, bitte. Integration ist für mich auch ein wichtiges Stichwort. Und ich denke, man muss die Leute integrieren und dann hat man sie noch einigermaßen im Gefühl oder mindestens besser im Gefühl, als wenn man sie ghettoisiert. Ja gut, andererseits sind sie ja Secondos, oder? In erster Linie aus Nordafrika, aus dem Balkan, aber auch aus arabischen Ländern, die da in erster Linie ansprechen. Andererseits eben der islamische Zentralrat redet immer von Islamophobie. Und wir haben jetzt gerade einen Anschlag gehabt, am Wochenende in Flums auf ein islamisches Zentrum. Wird da die Stimmung nicht angeheizt? Vielleicht sogar von beiden Seiten? Das ist ein ganz gutes Stichwort. Oder? Anheizen, hypen von Themen. Und wegen dem ist es mir so wichtig, auf der Fach- und auf der Sachebene zu bleiben. Was wir können machen, das macht die Polizei und das machen wir als Strafverfolger. Und was man nicht kann, das muss man auch sagen. Man muss auch sagen, warum. Und ich denke, wir müssen zu diesem offenen System stehen. Ich bin wirklich überzeugt, das ist etwas, das anziehend ist für die Leute. Wenn ich mir ein, zwei Verfahren durch den Kopf gehen lasse, ist für die häufige persönliche Zerrissenheit feststellbar zwischen einer Radikalisierung auf der einen Seite, aber auch zwischen einer Freude und am Geniessen von diesem liberalen Umfeld. Ja, andererseits sagt Nicolas Blanchard, hat er eine Sendung gesagt, dort haben sie Perspektive in der Schweiz, in dem Klima von Islamophobie, haben sie überhaupt keine Perspektive. Also das andere, der Kampf dort, wird als viel attraktiver dargestellt. Was können wir da dagegen halten? Also erstens habe ich nicht das Gefühl, dass die Schweiz islamophobisch ist, überhaupt nicht, oder? Und zweitens, entgegenhalten ist einfach Perspektive für die Jungen haben. Das ist nicht das Thema vom Bundesanwalt. Ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Aber ich denke, es ist auch zu kurz gegriffen, um zu sagen, die, was ihnen hier nicht gefällt, die gehen jetzt einfach in die IS-Kriege. Ich denke, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, um das sinnvoller auszuleben. Wie gross ist Ihre Angst, dass wirklich mal ein grosser Anschlag in der Schweiz passieren kann mit Toten und Verletzten? Ich nehme das Phänomen sehr ernst. Ausschließen kann man es nie. Und wir haben, wie gesagt, ein Strafverfahren, wo wir davon ausgehen, dass Anschläge geplant waren in Europa. Also, man muss einfach wachsam sein. Man darf auch nicht denken, wir sind im Heidiland und Sicherheit ist etwas, was nur die anderen angeht. Ja, aber das hat immer so geheißen. Ja, die Engländer und Franzosen sind jetzt im Irak tätig und bomben aus der Luft. Die Schweiz macht nichts. Also, wir sind eigentlich fein raus. Sehen Sie es so? Nein, gar nicht. Also wir gehören zu dieser Welt und das Terrorismus, wie alles, was wir international haben, macht von diesen Grenzen nicht Halt. Und das müssen wir wirklich ernst nehmen und das müssen wir auch international zusammen schaffen und zusammen bekämpfen. Was würde eigentlich in der Schweiz passieren mit der Stimmung, wenn man so einen Anschlag hätte? Haben Sie sich da schon Überlegungen gemacht? Wenn so ein Anschlag passiert, kann durchaus das
Wendepunkt sein und dann kehrt das alles und die Stimmung kann völlig kippen. Also, mir kommt immer das 9-11 sein mit den beiden Zwillingstürmen. Da hat man nachher vom War on Terrorism geredet und alles. Das kann durchaus in der Schweiz auch sein. Auf der anderen Seite habe ich auch immer das Gefühl, in diesem Land ist man sehr realitäts- und bodennah und kann es sicher auch dann richtig einschätzen. Hoffen wir einfach alle, dass es nicht passiert. Wir hoffen das alle, aber man muss sagen, es sind jetzt in den letzten Jahren weniger Anschläge eigentlich im Westen passiert. Weniger, als man damals nach 9-11 befürchtet. Aber es ist jetzt eine neue Situation mit dem IS, oder? Wo ganz eine neue Dynamik in die politische Auseinandersetzung gebracht hat. Oder? Also, ja, das auch gehen Sie davon aus, dass in den nächsten 12 Monaten, 24 Monaten, jetzt nicht nur in der Schweiz, aber vielleicht irgendwo in Europa, Anschläge auf uns werden zukommen, die man nicht verhindern kann? Also ich nehme das auch so wahr, wie ihr sagt, dass da politisch sehr viel gemacht wird. Ob wirklich die Situation sich im Westen so geändert hat, wie man es jetzt wahrnimmt, das ist eine andere Frage. Wahrnehmung und Tatsächlichkeit weichen ja häufig stark auseinander. Ist auch sehr eine aktive gesetzgeberische Tätigkeit in der Schweiz. Das ist alles gut. Ich warne einfach immer vor übertriebenen Erwartungen. Je mehr dass man probiert, Gesetze zu machen, umso mehr haben die Bürgerinnen und Bürger die Erwartungen, es passiert dann etwas. Aber was genau? Oder? Wir haben strafrechtliche Möglichkeiten, wir haben präventive Möglichkeiten, man kann die sicher besser austarieren. Ich glaube, das, was die Taskforce bietet, ist es zusammenarbeiten und darüber reden, was können wir zusammen noch besser machen. Und nicht nur innerhalb der Schweiz, sondern auch mit unseren Partnerstaaten. Okay. Vielleicht zum Schluss noch ein Wort zu Ihnen. Ihre Amtszeit läuft ab in einem Jahr. Werden Sie die zweite Amtszeit auch noch anstreben? Ich werde mir das noch überlegen und ich werde es der Gerichtskommission sagen, wenn sie mich fragt. Ja, aber aus dem Bauch heraus, es gefällt Ihnen. Es ist sehr spannend, aber ich verhehle auch nicht, dass es zu scheinen ist. Es ist schon aufwendig. Ja, gut. Also, wunderbar. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Sehr interessant. Das sind Fragen, die uns alle beschäftigen müssen. Leider. Und hoffen wir, dass es nicht passiert, was wir eigentlich alle heute leicht müssen befürchten. Morgen Abend im Club geht es um das Trauma der Flüchtlinge, nicht nur um die aus Irak und Syrien, die stehen im Vordergrund, aus Afrika etc. Wie wirkt sich das auf die Schweiz? Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie gerne wieder dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.